Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich da auch noch sehr zurückhalte, was den direkten Kontakt anbelangt. Ich bin auch jetzt im Verein, wenn Fans da sind, wenn ich aus der Garage zum Beispiel komme, versuche ich denen zu sagen, auf 2 Meter Abstand ein Foto machen ist okay. Unterschreiben tue ich zum Beispiel ungerne. Ich weiß selbst nicht genau, wie ich mich da bestmöglich verhalten soll, weil wir haben natürlich viele Auflagen, dürfen auch keine Bekannten, Freunde, sonst was empfangen oder sollen uns auch sonst natürlich eher zurückhalten. Es ist für alle Beteiligten da so ein bisschen schwierig, eine klare Linie zu finden. Sowohl im Verein haben wir dieses Thema ein bisschen, als auch hier zu sagen, okay, Feuer frei, wir wollen wieder ganz nah rangehen. Dann bewegen wir uns natürlich in den Bereich, wo es wieder ein bisschen Zweifler gibt. Ist das denn jetzt zu dieser Zeit die richtige Maßnahme? Andererseits wollen wir auch nicht sagen, okay, wir haben ein absolutes Fan-Kontaktverbot. Klar wünscht sich, glaube ich, jeder Fan dann, dass wir da kommen und Autogramme, Selfies machen, was auch immer. Das würden wir auch sehr, sehr gerne machen. Aber wir sind trotzdem auch immer wieder angehalten, uns da leider immer noch ein bisschen zurückzuhalten. Ich glaube, wir sind den Fans heutzutage viel, viel näher, als das vielleicht vor 20 Jahren war.